Wahnsinn, schon wieder Mittwoch. Die Woche geht aber schnell um. Naja, mit Mario Maker vergeht die Zeit eben wie im Flug. So, Level aus aller Welt. Heute haben wir nur einen, in Anführungszeichen, Pflichtprogrammpunkt, denn der TomTom war wieder mal so nett und hat uns ein Level in den Kommentaren hinterlassen und wir bekommen wieder Mitteilungen. Cool. Okay. Ich klicke immer nur das erste an, weil 15 Minuten. Da wollen wir ja eigentlich so wenig Zeit wie möglich vergeuden. Ah ja, Leute. Hat es jemand geschafft oder was? Ja, Mario Maker hat sich jetzt schon 1 Million Mal verkauft. Herzlichen Glückwunsch dazu. Also echt eine freudige Nachricht. Und auch heute. Hier ist er ja schon. Und auch heute ist schon, so was meint er jetzt für ein Level? Ich glaube, das ist Zelda. Oh, wieder ein Zelda-Team. Ja, in Super Smash wurde heute auch ein Mario Maker Level veröffentlicht, zusammen mit ein paar anderen DLCs. Seht euch einfach meinen heutigen Part an. Da erfahrt ihr dann mehr. In der Beschreibung ist er verlinkt. Also tut euch keinen Zwang an. Und auch dieses Level hier, also die ID, ist in der Beschreibung verlinkt. Spielt es also am besten zuerst selbst. Hier könnt ihr es nochmal sehen. 32 Leute geschafft. Ist wohl wieder ein Musiklevel. Und das finde ich cool. Prinzessin Zelda. Prinzessin. Egal. Einfach mal starten und sich überraschen lassen. Der TomTom macht ja nur coole Level. So. Natürlich Link. So kann man hier abkürzen. Ich will mal so frech sein. Wieso ist hier überhaupt keine Oberweltmusik? Wie macht man denn das? Das hatte ich jetzt echt noch nie. Normal kommt immer. Naja, ich weiß jetzt auch nicht. Hä? Wie hast du denn die Oberweltmusik ausgeschaltet? Ist jetzt ein kleines Labyrinth wohl? So, wo gehen wir? Oben oder da? Gehen wir mal oben. Das war der falsche Weg. Vielleicht aber. Nee. Für Cheater hat er schon gesorgt. Ah, hier kann man wieder raus. Also gegen für Cheater hat er schon vorgebrüht. So meinte ich das. Okay. Ein Schlosslabyrinth wohl. Geil, ich halt mal meine Klappe. Geil. Boah, echt Respekt, ich sag's immer wieder, aber boah, war das geil. Ich liebe solche Level einfach. Oh. Also echt. Ah, oh, geil. Muss man da laufen? Oh, wie geil. Oh, ein Link ist auch noch hier. Boah, geil. Das Treasure-Geräusch, also. Kisten, wenn man halt Schatzkisten öffnet. Boah, ist das geil gemacht. Boah, geil. Da hast du dir echt wieder voll viel Mühe gegeben. Es geht jetzt da rein. Okay. Lol. Boah, echt geil. Wie gesagt, du machst nur tolle Level und das hier ist keine Ausnahme. Das ist eigentlich schon fast das beste Level, das beste Mu Musiklevel, das du gemacht hast. Ich bin echt fast sprachlos. Geil. Probiert es selber aus, Leute. Ist echt geil. So, sollen wir das auch noch spielen oder?
Ja, wir haben eh nichts anderes vor heute, deshalb machen wir das jetzt auch mal. Scrolling Level. Boah, das geile Zelda-Level. Da rein. Wie hieß denn das Level? Diorama YouTube. Okay. Das sieht aus wie Welt 1. Ich meine, Level 2 aus Welt 1. Ja, genau. Aus dem Original Mario-Spiel. Zumindest Teile davon. Sehen so aus. Okay. Hier geht's in die Wolken. So, vorhin haben wir schon aus Münzen eine 30 gesehen. Mario wird ja 30 dieses Jahr. Aber ich weiß nicht genau, was es mit dem Level auf sich hat. Ja, wohin jetzt? Weiter. Gehen wir mal weiter. Hab's jetzt einfach mal spontan angeklickt. Oh, da unten ist das Ziel, sehe ich gerade. Hallo, nein, stopp! Ah, okay, man. Ich verstehe es. Na, okay, wie konnte ich jetzt hier sterben? Naja. Ziemlich kurzes Level. Aber das Level hatte wahrscheinlich einen anderen Sinn. Aber ist trotzdem cool. So. Ich hoffe, ich habe dem anderen Level jetzt einen Stern gegeben. Ich vergesse das immer, ob ich das getan habe. Naja, das bekommt aber auch einen Stern. Was? Ocarina of Time Windmill Theme. Das kommt aber nicht von dir, TomTom, oder? Nein, von Sporky. Okay, dann geben wir uns das auch noch. So großen Respekt an alle Leute, die solche Level machen. Das ist echt geil. Ich könnte sowas nicht. Da muss man bestimmt unheimlich viel Zeit drin investieren und man muss natürlich sehr kreativ sein und alles. Nicht, dass ich nicht kreativ bin. Ich bin auch eigentlich ziemlich kreativ, aber ja, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. So, der bekommt auch einen Stern. Das hat er nämlich auch super gemacht. Boah, ich bin echt baff von euch. Vor euch, von euch. Ach, egal. So, jetzt möchte ich euch vielleicht noch ein Level zeigen. Oh, nicht von TomTom, dass er. Wo ich letztes Mal gespielt habe, das ist mir auf Facebook entgegenge. Naja, ich hab's halt da entdeckt. Nee, wo ist denn das Zeug, wo ich mit einem Stern belohnt habe? So, hier. Und zwar. Das ist PT, also kennt ihr vielleicht von der PlayStation das Spiel, das eingestampft wurde, und zwar im Super Mario Level. Das Level ist echt geil. Spielt es selber, da unten ist die ID. Ich möchte es jetzt nicht spielen, ich möchte nichts vorweggeben, aber spielt es bitte selber. PT ist echt in Mario Maker Form da und echt geil. So, das meine ich, das will ich euch jetzt zeigen. Spielt das auch? Ja, da muss man mit seinem Dad entkommen und das werden wir jetzt hoffentlich schaffen. Escape the Dungeon with your Dad von Ryan. Echt ein geiles Level. So, da oben. Come on, son, we need to escape. Das da oben ist der Vater. Ich bin der Sohn. Die sind beide anscheinend in einem Dungeon oder so eingesperrt. Help me, son, I can't jump here. Here. So, wir helfen unserem Vater. Gerne doch, Paps. So, er kann da oben nicht weiter. Deshalb helfen wir ihm jetzt. Damit er da durch kann. So. Be careful, son. I love you. Okay.
Oh, echt ein netter Pfad. Und echt eine geile Level-Idee, oder? So, hier kommen wir nicht weiter. Jetzt hilft er uns. Danke. Oh, das war knapp. Lol, wieder klettert. I go first, son. I will follow you. Nein, you go first. Also, ich soll zuerst gehen, er kommt danach. Er öffnet uns zuerst den Weg und wir gehen jetzt mal voraus. So, wir warten. Oh, und hier unten ist er ja schon. Oh, scheiße, jetzt habe ich mein Gumbas Suit verloren. Ja, geh weg, Flamme. So, Fati. Gut. Er öffnet uns gleich wieder. Also echt eine geile Idee. Mit dem Vater hier entkommen. So, jetzt kommen wir hier weiter. Komm, Vati, wir schaffen das. I'm ready to do it. I love you, son. Oh no, it's a trap. Scheiße. Um weiterzukommen, müssen wir jetzt diesen P-Switch aktivieren. Aber dann wird unser Vater da unten sterben. I'm ready to do it. I love you, son. Ach, scheiße. Okay. Unser Vater hat sich geopfert, damit der Sohn entkommt. Ziemlich. Hier sogar mit Stacheln geschrieben. Goodbye. Ja. Der Vater hat sich geopfert. Achterbahnen, die ich so liebe. I forgive you. Ja. Und toll, jetzt sind wir in der Todesfalle. Die werden uns zerstampfen. Na toll, wir sind in der Falle. Oh, was ist das? Es ist unser Dad als Engel. Ha, geil. Unser Dad hat uns gerettet. In Engelsgestalt. Leute, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Das Level ist doch geil. Selbst im Himmel hat er uns beschützt. Ja, seht euch mal hier die Kommentare an. Also das Level ist echt cool. Hier nochmal die ID unten. Ja, vielleicht finden wir noch ein kurzes Levelchen. Oh, nee, das ist zu groß. Das hier. Japanische Schriftzeichen mal. Bla bla. Lol. Ja, komm halt! Das Level hat auch irgendwie was, also von der Musik. Wie soll ich da reinkommen? Ach so. Ja, aber so besonders war das jetzt nicht. Also, das ist mir jetzt kein Stern wert. Aber der Rhythmus hier war eigentlich, ja, ziemlich cool. Was heißt da cool? Das war einfach nur ein Ton, der die ganze Zeit kam. Aber naja. Ja, Leute, mehr geht sich leider nicht aus. Ich hoffe, ihr probiert die Level, die ich euch heute gezeigt habe aus. TomToms Level ist in der Beschreibung. Die anderen könnt ihr hier sehen. Und ja, habt Spaß mit dem Mario Maker. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen.